Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu, unsere vielgeliebte Mutter. Johannes 18, Vers 37, da hören wir, wie Pilatus zu Jesus sagt, so bist du also ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Liebe Brüder und Schwestern, wir wissen nicht, was Pilatus bei diesen Worten vielleicht gedacht hat. Jeder, der aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Liebe Brüder und Schwestern, ist das nicht schon eine so große Gnade, dass wir durch das Wort Gottes Jesus selbst reden hören, dass er ganz persönlich zu uns spricht? Jesus steht direkt vor Pilatus und trotzdem kann Pilatus Jesus nicht erkennen als den Sohn Gottes. Welche Gnade hat Gott uns geschenkt, dass wir in Jesus wirklich den König aller Könige, den Herrn aller Herren erkennen können, dass wir in seinem Wort des lebendigen Gottes hören können, dass wir in seinem Wort wirklich mit ihm verbunden sind und in ihm ewiges Leben haben. Herr, öffne die Augen aller, die nach Wahrheit suchen, dass sie dich in deinem Wort erkennen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.